grüße ich erstmal wieder und heute zu dem zweiten Teil von meinen Zeichnungen. Ich hatte ja schon im letzten Teil gesagt, dass es ja zwei Teile geben wird und ja, jetzt kommt halt der zweite Teil. Ich wollte ihn eigentlich schon gestern rausbringen, aber da ich gestern einfach, sagen wir, ein sozusagen kleines Tief hatte, also mir ging es halt einfach nicht so gut, habe ich das einfach auf heute verschoben, damit ich das einfach besser performen kann sozusagen. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal mit dem ersten Bild anfangen. Bild Nummer 1 ist aus Langeweile auch tatsächlich entstanden, so wie die meisten Bilder irgendwie von mir. Da habe ich einfach, keine Ahnung, ich habe echt nach einer Erklärung für dieses Bild gesucht. Und ich habe mich jetzt einfach darauf geeinigt, dass ich sage, ja, mir war einfach langweilig und dann habe ich einfach einen Wolf mit Rasterlocken und dem Mund in Jeff-Style gemalt. Ja, ein Wolf mit Rasterlocken. Das, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Frag doch einfach nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es selbst nicht. Ja, dieses Bild zeigt eine Person. Das ist eine schöne Erklärung. Eine Person namens Lou, einfach random. Und ja, ich habe einfach wieder mal versucht, Menschen und Hoodies zu zeichnen und wie man sieht, ist das ziemlich, naja. Ich weiß nicht, ich finde Hoodies zeichnen irgendwie voll schwer, weil vor allen Dingen, eigentlich hätte ich da noch voll viele Falten und so vom Hoodie reinbringen müssen, weil Hoodies haben nun mal Falten und so. Aber das ist so schwer. Das ist echt unglaublich. Hoodies sind wirklich so die schwersten Sachen zum Zeichnen, die es so, finde ich, so eine der schwersten Sachen, die es so gibt. Ich meine, gut, Hände sind noch schlimmer, aber Hoodies sind auch schon ziemlich, ziemlich nervig zu zeichnen. Und auch voll schwer. Das ist ein Fanart für einen YouTuber namens Corrupted, wie man vielleicht auch ja erkennen kann. Ja, das ist sozusagen so die Location, die Umgebung von Five Nights at Freddy's 1 und halt dann da zwischen Mr. Octopus und ja, die Leute, die Corrupted kennen und den gucken, die wissen, was damit gemeint ist und für die anderen ist ein Insider. Es muss euch nicht interessieren, es ist einfach, ja, ich wollte es trotzdem einfach hier mit reinnehmen, weil ja. Ja, also wie gesagt, ist einfach ein Fanart-Zeug. Ja, dieses Bild so zeigt so eigentlich so an sich mein ganzer Bezug auf Internet, also mein Leben in Bezug auf Internet und generell Computer und so. Ja, das ja, dieses Bild, ja, das ist mein Leben. ja, es ist halt noch nicht angemalt. Ich wollte es eigentlich immer noch mal anmalen, aber ich war mal zu faul. Aber an sich, ja, wollte ich das eigentlich noch mal immer anmalen. Und ja. Ja. Man sieht hier zum einen halt so Sachen aus FNAF und dann aus Minecraft und Warrior Cats und selbstdesignte Sachen und so ein Shit. Ja, also ganz, ganz viel. Und ja, das ist einfach mein Leben. Und Nase und Mund von diesem Typen sehen irgendwie ziemlich gleich aus. Aber hey, scheiß drauf. Naja, okay, wenn ich das jetzt nochmal neu zeichnen würde, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, das Bild. Wenn ich das jetzt nochmal neu zeichnen würde, würden da noch irgendwie Creepypasta-Sachen und sowas mit draufkommen. Aber ja, das ist es so erstmal. Ich lasse es jetzt einfach so erstmal im Raum stehen. Das Bild ist in der Schule, also beziehungsweise die Bilder ist in der Schule aus Langeweile entstanden. Ja, sie sehen nicht gut aus, ich weiß. Weiß ich nicht, mir war einfach langweilig und ich habe dann einfach so ohne irgendwie Bleistiftvorzeichnung oder so einfach irgendwas hingekriegelt und dabei ist das rausgekommen und ja, es ist ein sehr, 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 sehr hässliches Nachthaar. Ja. Es ist, ja, sehr, sehr hässlich. Das ist auch in der Schule entstanden und ja, das ist auch einfach wieder so eine Art Fanart von einem FNAF-Teil.
von dem Animatronic von, also von dem Animatronic Plush Trap. Meine Güte, ich kann heute nicht reden. Ja, was auf jeden Fall auch in der Schule entstanden und auch bei Langeweile. Ich glaube, in Politik ist das entstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war in Politik. Ja, dann seht ihr mal, wie interessiert ich in manche Fächer bin. Sehr interessiert. So interessiert, dass ich vor lauter Interesse einfach was ganz anderes male. Ja. Das ist auch in der Schule entstanden. Irgendwie wird das heute so eine Schulfolge. Da war mir auch langweilig. Und da habe ich auch einfach irgendwie ein Pokémon gezeichnet, nämlich Psyana. Ich weiß, das ist irgendwie so, also wenn es so, wenn man so richtig, also richtig, richtig Pokémon-Style zeichnet hat, so wie es von Game Freak entworfen wurde sozusagen, dann sieht es anders aus, aber ich habe es jetzt einfach so ein bisschen anderen Style und so gezeichnet und mal so eine andere Kopfposition ausprobiert. Und ja, ich weiß, dass die eine Pfote, die auf dem Stein steht, so halb in der Luft schwebt. Das ist mir durchaus bewusst. Aber die steht da einfach auf Zehenspitzen drauf. Und fertig. Ja, also wie gesagt, ich habe da einfach nur mal was anderes ausprobiert und es ist wieder Langeweile in der Schule. Das ist ein Bild, was ich ja am PC gezeichnet habe. Falls ihr euch jetzt fragt, warum der Hintergrund so verwischt ist, ist das ganz einfach. Ich kann nämlich keine Hintergründe malen und deswegen ist es alles so verwischt. Ja, ich kann, wie gesagt, keine Hintergründe malen. Ja, das ist das traurige Geheimnis dahinter. Ja, aber das habe ich auf jeden Fall am PC gemalt, ohne Grafiktablet, halt nur mit der Maus. Aber mit halt einer vorherigen Bleistiftzeichnung. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Naja, ich habe da jetzt so ein bisschen anderen Zeichenstil ausprobiert. Sonst, das ist ja jetzt eher so mehr so Chibi-mäßig. Und sonst ist es halt so, zeichne ich halt so eher anderen Zeichenstil. Aber ja, ich dachte einfach mal, ich probiere einfach mal was anderes aus und guck mal, ob ich das auch zeichnen kann und so. Und ja, das ist das Ergebnis davon. Das Bild ist ein Geburtstagsgeschenk für jemanden. Und ich, ja, ich habe einfach irgendwie so Roboter-Steampunk-mäßiges gezeichnet und so und habe es einfach mal ausprobiert und kam das dabei raus. Ja, halt so ein bisschen rumgekriegelt und nur alles mit Bleistift angemalt, nicht irgendwie noch mit Buntstift oder so, also ist halt alles nur mit Bleistift, außer halt die Federn und die Umrandung, die sind mit einem anderen Stift, von dem ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Auch wenn ich ihn hier gerade neben mir liegen habe. Halt irgend so ein Stift. und ja. Das ist ein Hund. Denke ich mal. Also so ein Roboterhundenmäßiges Teil. So. Dieses Bild zeigt Sedwick. Den kennt ihr vielleicht. Ich habe den ja schon mal vorgestellt. In einem anderen Teil und das war ja mein selbst ausgedachter Animatronic-Dingensbummens und ja, das habe ich, habe ihn einfach nochmal gezeichnet und da ist er, bitteschön. Ja, ich habe ihn einfach nochmal am PC gezeichnet und nochmal andere Positionen und entstehend und so ein Shit und wie das Hintergrund so verwischt, weil ich wie gesagt keine Hintergründe malen kann oder noch nicht so gut zumindest und ich versuch's und solange ich es noch nicht richtig kann, verwische ich das alles, damit das nicht so kacke aussieht. Obwohl doch, es sieht schon hart kacke aus. Aber gut, okay. Auf jeden Fall, ja, ist das einfach nochmal Sedwick, einfach nochmal gezeichnet am PC mit anderer Position und so. Das ist Scorch, also Geißel, von Warrior Cats. Ich hatte den ja schon mal gezeichnet. Das habt ihr auch wahrscheinlich dann schon, also wenn ihr die Bilder, wenn ihr euch das jetzt anguckt, alle Folgen, wo ich meine Zeichnung gezeigt habe, habt ihr Scorch bestimmt auch schon gesehen. Ja, aber das ist einfach nochmal, das habe ich einfach irgendwann nachts gezeichnet und hatte einfach Bock, den nochmal zu zeichnen. Der ist auch noch nicht angemalt. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie zu faul, um irgendwelche Bilder anzumalen. Ja, aber eigentlich habe ich das immer nochmal vor, aber dann mache ich es einfach nicht und bäh. Ja, auf jeden Fall habe ich den einfach nochmal irgendwann gemalt und ja, ich finde, sieht schon mal besser aus als meine Zeichnung davor, oder? Ja,
guckt euch sonst einfach die Zeichnung an und also die vorherige Zeichnung an und ihr werdet mir hoffentlich zustimmen, dass das etwas besser aussieht als die vorherige Zeichnung von Scotch. Ja, dieses Bild kennt ihr eventuell schon aus einer Creepypasta, die ich ja auf meinem Kanal hochgeladen hatte. Nur bei dem Bild von der Creepypasta war das irgendwie noch ein bisschen blutiger. Ich habe es jetzt gerade nur so auf dem PC. Ja, auf jeden Fall haben wir hier wieder dieses schöne Thema Hoodie. Ich habe es versucht. Ich habe es nicht hingekriegt, aber ich habe es versucht. Und das ist meine Zeichnung von, also meine andere Zeichnung von einem Hoodie. Das sieht wundervoll aus, ja. Ich kann nicht richtig Hoodies zeichnen. Das ist wirklich, es ist schwer. Es ist wirklich eine Kunst für sich. Das Auge sieht auch irgendwie ein bisschen missraten aus, aber hey! Es ist einfach so am PC und am PC zeichnen und malen ist schwer und ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein Creepypasta-Charakter, den ich ja auch schon auf meinem Kanal hatte. Dieses Bild sieht tatsächlich etwas seltsam aus, weil teilweise so die Sachen noch so, ja, zum Beispiel bei der Pfote, da ist noch so der Strich von der Schulter und so. Und generell ist dieses Bild etwas, nicht ganz so schön oder so. Es war einfach auch wieder so eine Zeichnung aus Langeweile, wo ich einfach irgendwas da hingekriegelt habe. Und so, ja, Mensch mit Wolf und fertig und yay. Ja. Gibt dazu nicht so viel zu sagen. Ist halt einfach, ich weiß nicht, was man da immer so teilweise groß zu erklären soll, weil man guckt sich halt dieses Bild an und kann sich selbst so denken, so ja, okay, das ist das. Und es ist einfach, eigentlich macht es keinen Sinn, das dann nochmal alles zu erklären, weil man es eh schon sieht, aber okay. Diesen Wolf habe ich auch am PC gezeichnet, beziehungsweise hatte ich vorher halt nur so die Bleistiftzeichnung von dem Wolf und den Flügeln. Und hab's halt dann am PC abgezeichnet und so und hab das halt angemalt und den ganzen Shit. Und der Hintergrund, ich finde, der ist jetzt besser als die anderen letzten, aber da gibt's halt jetzt auch keine großen Details und so. Das ist halt einfach grau und schwarz und hellgrau und so. Und den habe ich halt auch so ein bisschen einfach so verwischt. Und dann kam einfach das bei raus. Und ja, habe ich einfach so ein bisschen rum experimentiert mit manchen Sachen und dann kam einfach das als Endprodukt raus. Das ist auch wieder ein noch nicht fertiges Bild, also noch nicht angemaltes Bild. Ich mal irgendwie gar nichts an. Es ist auch schon wieder so ein bisschen älter tatsächlich und es ist auch wieder ein Fluff-Bild und Springtrap und bla und dieser Boden ist wunderschön und ja, es ist toll. Das ist einfach meine, ja. Ich hab's versucht, I tried, und das kam bei raus und ja, keine Ahnung. Das ist auch ein Bild, das in der Schule aus Langeweile entstanden ist, am 17.12.2015. Schön. Das ist in Spanisch entstanden, ja. Ich hab als zweites Fremdsprachenfach Spanisch und dann war mir langweilig und dann hab ich, das gezeichnet, dieses Bild. Es ist tatsächlich nicht gut geworden. Also, nein, es ist nicht gut geworden. Es ist nicht gut geworden, da kann mir niemand was erzählen, es ist nicht gut geworden. Es ist einfach komplett, habt ihr auch schon gesehen, ich finde so teilweise so die Bilder, die ich von dann nochmal von Vincent gezeichnet habe, sind jetzt auf jeden Fall besser. Ich habe jetzt ja auch noch ein Bild gezeichnet, das jetzt aber nicht mit dabei ist. Das wird dann wahrscheinlich, wenn ich irgendwann noch wieder einen Teil machen sollte, wird es wahrscheinlich damit dabei sein. Aber auf jeden Fall, das habe ich irgendwie in der Schule, in Spanisch, bei Langeweile gezeichnet und ja. Das sind drei Wölfe, das ist die Gang, die besteht aus Luis, Shadow und Max, beziehungsweise Max eher. Und ja, es ist einfach so ein bisschen, Shadow wurde halt sozusagen, so ist so Charakter so Creepypasta-mäßig, bla bla, halt so wie ich, ne, ich habe ja gesagt, ich habe ja irgendwie ein Fable für Kira und Shadow und bla bla und deswegen ist das auch einfach so. Shadow und Luis oder Lou ist ja der Spitzname, ist so ein bisschen inspiriert von German Display oder auch so halt,
Ja, ich bin mir noch nicht ganz einig, ob das jetzt inspiriert ist von German Let's Play, wegen halt der Maske und so ein Shit. Oder ob es halt inspiriert ist von Masky. Da bin ich mir noch nicht ganz einig. Ist halt irgendwie so ein sowas, halt so, ist halt so, ja. Und Max, also dieser kleine, süße, orangene Wolf da, der ist inspiriert von einem Charakter aus einem Buch. Also das Buch heißt, der Name dieses Buches ist ein Geheimnis. Ja, so heißt dieses Buch wirklich. Und da gibt es halt so einen Charakter, der heißt so Max Ernest. Und davon ist halt so das Aussehen an sich inspiriert, so von den Charakteren. Also jetzt nicht der Charakter, sondern halt, ja, einfach nur das Aussehen. Ja, das war der zweite Teil und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe einfach die Verabschiedung komplett vergessen und muss es jetzt nochmal nachher aufnehmen. Das ist schön. GG an dich, Asche. Ja. Ja, ich wollte einfach nur sagen, jetzt hier und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, und schreibt doch mal eure Meinung zu den Bildern oder so in die Kommentare, keine Ahnung. Ja, und dann würde ich sagen, eure Asche, bis dann.